Heute informiere ich Sie wieder über die Kampagne Raus aus Euratom. Euratom ist die Abkürzung für Europäische Atomgemeinschaft. Diese fördert seit 50 Jahren die Atomindustrie mit Milliardenkrediten. Österreich ist trotz seinem Nein zur Nutzung der Atomenergie Mitglied bei Euratom. Österreich zahlt deshalb zig Millionen Euro jährlich für die Atomindustrie. Das Europäische Parlament hat keine Mitentscheidungskompetenz bei der Vergabe von Euratom-Krediten. Eine umfassende Revision des Euratom-Vertrags wird seit Jahren verweigert. Anti-Atom- und Umweltorganisationen sowie Unternehmen aus dem Bereich der erneuerbaren Energien und Interessensgemeinschaft sind sich einig. 50 Jahre sind genug. Österreich muss aus dem Euratom-Vertrag aussteigen. Aufgrund Völkerrechts ist ein einseitiger Ausstieg möglich. Die Mitgliedschaft Österreichs bei der Europäischen Union wird davon nicht berührt. Mehr Informationen findet ihr in der Website von www.raus-aus-euratom.at. Wir sammeln ab sofort Unterstützungserklärung für das Euratom-Volksbegehren. Auf www.euratom-volksbegehren.at gibt es hierzu mehrere Informationen. Ich lese noch die Informationen von Roland Ecker von Atomstopp, Atomkraftfrei Leben und Gabriele Schweiger von Mütter gegen Atomgefahr Freistadt. Die Kampagne Raus aus Euratom. Seit Jänner 2007, besonders intensiv aber seit circa einem Jahr, wird nun schon bei der Bundesregierung geworben, lobbyiert, wird die Bundesregierung gebeten, wird appelliert, endlich die nötigen Schritte für einen Ausstieg Österreichs aus der Europäischen Atomgemeinschaft Euratom zu setzen und damit die österreichischen Zahlungen an die europäische Atomindustrie zu beenden. Seit Jänner 2007, damals waren es 5 Organisationen, hat sich der Unterstützerkreis gewaltig vergrößert. Mit Stand Jänner 2010 sind es 82 Organisationen, die sich der Kampagne Österreich raus aus Euratom angeschlossen haben. Außerdem stehen die Diözese Linz und die Evangelische Kirche AB in Oberösterreich der Kampagne positiv gegenüber. Seit Jänner 2007 haben sich auch alle 9 Bundesländer in Resolutionen mit Euratom befasst. Und mittlerweile gibt es auch 117 Resolutionen von Gemeinden quer durch Österreich, die von der Bundesregierung den Ausstieg Österreichs aus Euratom verlangen. Auch wir als Begegnungszentrum unterstützen die Kampagne, haben uns daran beteiligt und werden bei uns die Unterstützungserklärungen auflegen. Übrigens hat auch der Gemeinderat der Stadtgemeinde Bad Ischl diese Kampagne unterstützt mit einem Gemeinderatsbeschluss. 78% der Österreicher und Österreicherinnen wollen raus aus Euratom. Die Bundesregierung nimmt die Kampagne Österreich raus aus Euratom noch relativ gelassen. Auch die Stimmen der Oppositionsparteien FPÖ, BZÖ, Grüne nach einem Ausstieg Österreichs aus Euratom werden im Parlament mit der Regierungsmehrheit von SPÖ und ÖVP abgelehnt. Begründet wird diese Ablehnung meist mit den Argumenten, man müsse bei Euratom bleiben, um bei der Gestaltung der europäischen Atompolitik mitreden zu können. Außerdem, es sei ein einseitiger Ausstieg aus Euratom rechtlich ja gar nicht möglich. Und überhaupt, die Mittel von Euratom würden ja ohne dies nur für die Sicherheit von Atomkraftwerken und für die Entsorgung der radioaktiven Abfälle verwendet werden. Mit diesen Ja-Aber-Argumenten der Bundesregierung haben wir uns intensiv auseinandergesetzt und sie gründlich widerlegt. Genaueres findet ihr auf der Website von www.raus-aus-euratom.at. Das erstaunlichste Argument aber,
Ein Ausstieg Österreichs aus Euratom könnte unter Umständen Konsequenzen in anderen Politikbereichen nach sich ziehen. Also Furcht vor Konsequenzen auf europäischer Ebene? Furcht und Angst sind ganz schlechte Ratgeber. Da setzen wir lieber auf die Kraft der direkten Demokratie. Unterstützungserklärungen für das Euratom-Volksbegehren werden ab sofort gesammelt. Wir wollen, dass sich die Bundesregierung mit dem Willen des österreichischen Volkes auseinandersetzt und endlich die entscheidenden Schritte für den Ausstieg aus Euratom setzt. Wenn Sie das auch wollen, Sie haben ab sofort die Möglichkeit, das unmissverständlich mit Unterstützungserklärungen für das Euratom-Volksbegehren zu fordern. Denn es ist unbestritten, dass das Volk den Ausstieg Österreichs aus Euratom begehrt. Mit 8.032 Unterstützungserklärungen kann das Euratom-Volksbegehren eingeleitet werden. Die Unterstützungserklärung erst auf dem Gemeindeamt unterschreiben. Das ist wichtig. Weitere Unterstützungserklärungen werden auch auf den Gemeindeämtern aufliegen. Also bitte auch weitersagen und bewerben. Unterstützungserklärungen in Papierform könnt ihr auch im Begegnungszentrum für aktive Gewaltlosigkeit, Wolfgangstraße 26 in Bad Ischl, persönlich abholen. Mit dem Euratom-Volksbegehren fordern wir, dass die Österreicher und Österreicherinnen im Rahmen einer Volksabstimmung über den Ausstieg Österreichs aus dem Euratom-Vertrag befinden. Zwentendorf Volksabstimmung 1978. Vor mehr als 30 Jahren haben die Österreicher und Österreicherinnen schon einmal in einer Volksabstimmung Nein zur Atomenergie gesagt und damit die Inbetriebnahme Zwentendorfs verhindert. Heute, im Jahr 2010, geht es darum, dass die Österreicher und Österreicherinnen Nein sagen können zur Stützung der europäischen Atomindustrie mit österreichischen Steuergeldern. Unterschreiben dürfen alle Österreicher Staatsbürger und Staatsbürgerinnen, die das 16. Lebensjahr vollendet haben. Über den Fortgang informieren Roland Ecker und Gabriele Schweiger gerne auf ihrer Homepage www.euratom-volksbegehren.at.